Hallo zusammen, hier ist zusammen zocken. Und heute geht's wieder weiter mit Dark Souls 3. Ich will das jetzt so ein bisschen weiter konzentriert bis zum Ende nehmen. Und deswegen zocke ich heute wieder Dark Souls 3, damit ich schnell das Ende sehe. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ja, wir befinden uns hier in dem großen Archiv und ich bin erst in der letzten Folge zum Ende hin hier reingekommen, habe nur ein kurzes Stück bis jetzt gesehen. Ich weiß, dass da oben ein ehemaliger Boss geflüchtet ist irgendwo, der uns beschießen will und hier geht der Weg, glaube ich, weiter. Ich habe gesehen, dass es da unten, da hinten läuft er rum. Ein größerer Ritter, glaube ich, auf uns wartet. Oder auch nicht. Doch, der läuft. Der läuft irgendwo hier rum. Ach Mann, das Schild mit. Ich wollte das Schild mit L2 hochheben. Und das funktioniert so natürlich nicht. Denn wie man weiß, muss man dafür L1 drücken und nicht L2. Kommen die denn her von hier oben? Was haben wir denn da? Was wird denn da für eine okkulte Messe gefeiert? Gut, da oben ist ein Item. Da kommen wir wahrscheinlich später hin, indem wir uns runterfallen lassen. Ja, ich will mal sehen, was hier passiert. Sie haben da was im Kopf. Ja, zwei Pfeile. Nee, drei. Geht's noch langsamer? Warte mal. Wo ist denn dieser Ritter? Und wo bin ich hier eigentlich? Ich hatte ja vorhin unten irgendwo einen Ritter rumlaufen sehen. Ich glaube, da hinten weiter vorne. Aber hier lief doch auch schon vorhin einer herum. Habe ich doch gesehen. Ach so, hier auf diesen Leitern kann man allzu hoch. Aha. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so wie bei Bloodborne. Da gibt es nämlich auch sowas wie ein Archiv oder Bibliothek. Und da gibt es auch solche Leitern und da kann man, glaube ich, nicht drauf. Oh, unheimlich.
Oh, au, oh, au, oh, au, oh, au. Oh. Nein. Ah, okay. Ja, zum Glück sind die. Halten die nicht viel aus. Ich weiß nicht, was das bewirkt. Vielleicht möchte ich das auch gar nicht wissen. Wer war das? Jemand Bedeutendes. Kopf im Wachs tauchen. Warum sollte ich das machen? Die sind ja hier lustig. Die erwarten von einem, dass man solche Dinge tut. Moment, muss ich mir gründlich überlegen. So, da ist schon der gemeine Ritter mit seinen roten Augen. Und hier haben diese roten Augen uns gesichtet. Ach komm. Was war das? Ah, die Waffe. Oh, der hält aber viel aus. Wah, 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 wah. Großartigen Schaden macht er auch noch. Ja. Ah. Okay, das war's. Titanitbrocken. Das gefällt mir. So, genau, das war das Item, von dem ich gesprochen habe. Kristallblocke. Einen Moment. Ach so, dieses hier entferne ich mal und packe ich mir links rein, weil man dann zusammen mit dem Schwert rechts bedienen kann. Kristallblocke. Eine Glocke, die einst Gertrude, der heimliche Tochter, gehörte und von dem Gelehrten des großen Archiv entweiht wurde. Indem sich die Gelehrten der Kraft von Kristallen bedienten, entlangten sie bestimmte Fähigkeiten. In diesem Fall ermöglichte ihnen, dass diese Glocke zum Wirken von Wunder und Zauber zu nutzen. Hört sich auch nicht schlecht an, seine Fähigkeit. Ja, hier sonst glaube ich nichts, oder? Nee. Aha, da ist ein Item. Ach, und da haben wir eine Leiter, die wir runterfallen lassen können. Das? Wofür haben wir denn das hier? Vielleicht kommt da noch was. Irgendein Mechanismus oder so?
Ja, mein Kopf ins Wachs stecken. Ja. Wieso ist das so dunkel hier? Also mein Kopf ins den Wachs stecken. Aha. Na gut, ich glaube, das ist jetzt der einzige Weg, da weiterzugehen. Da vorne gab es. Moment, nee, hier war ich schon. Ne? Da vorne gab es eigentlich noch so eine Leiter, die ich nicht raufgestiegen bin, weil ich das nicht wusste, dass man da hochkannte. Ich weiß nicht, ob man da irgendwo hingelangt, wenn man da hochgeht. Okay, ich stecke meinen Kopf in den Wachs. Hervorragend. Und nun? Und was? Und was nun? Jetzt bin ich einer von denen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass wir irgendwie nicht angegriffen werden können. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, weil meine Augen. Oh! Was ist das? Und wurde ich nicht verletzt, vielleicht weil mein Kopf in Wachs getaucht ist? Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist das gar nicht mal schlecht. Ich mach das nochmal. So, mit frischem Wachs schreiten wir zur Tat. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Yes. Moment, hier waren doch. Ach nee, das meine ich. Also diese Hände, die tun uns nichts. Und das liegt wahrscheinlich an meinen frisch in Wachs getauchten Kopf. Vermute ich mal. Und hier, wir können auch nicht anvisieren. Oh. Was wahrscheinlich auch mit dem. Oh. Aha. Okay, ich verstehe. Okay. Also, das, was sie da machen, ist mit Wachs zu schießen. Habe ich das jetzt? Habe ich die? Ich will doch Wachs haben. So. Das ist ja geil, dass wir uns sozusagen immun dagegen machen und schützen. Aber wir können nichts anvisieren. Damit muss man auch klarkommen. Was ist hier los? Wo kam das her? Wahrscheinlich von oben. Ach, da oben.
Oh ja. Oh, jetzt kann ich anvisieren. Geht das vielleicht nur bei manchen nicht? Was ist hier? Was ist hier? Ein Hebel. Okay, 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 okay. Und Knochen. Ich weiß nicht, wie lange diese... Gott. Ah, hier ist eine Leiter. Ich weiß nicht, wie lange dieser Wachs hält. Deswegen möchte ich mich ein bisschen beeilen. Wow. Oh, oh, fuck. Oh nein! Ah, fuck! Nein! Oh, shit! Okay. Ah! Okay, ich habe keinen Wachs mehr. Ich glaube, ich hole mir lieber welches. Okay, ich vermute mal, dass mich die Hände jetzt erwischen können. Oh, da ist er wieder. Okay, ich komme, ich komme. Keine Panik. Auf der Titanic. Oh. Aha, Shortcut. Moment, was habe ich gesehen? Dass ich vielleicht hier... Nee. Nee, nee, nee. Aber da ist noch etwas. Wie gelange ich dahin? Nicht von hier. Moment, bin ich hier richtig? Doch, oder? Ja. Nein! Oh nein! Oh, Scheiße! Da habe ich zu spät gemerkt, dass ich zu weit runtergesprungen bin. Oh nein! Wie traurig. Ein Missgeschick. Warte mal, ich habe da irgendeinen Hebel gezogen. Okay. Mm.
Mir ist auch nicht ganz klar, also diese Leuchtfeuer, ne? Die kann man doch auch verbessern, oder? Auf Level. Oder nicht? Alles von vorne. Ach nein, ich habe ja ein Shortcut. Richtig, richtig. Wow. Wo ist er denn? Hier war, glaube ich, eine Falle. Wo war dieser Shortcut? Der war hier irgendwo in der Nähe. Ah, hier. Oh, nee, ich habe was vergessen. Fällt mir gerade ein. Seedent heiß eingefallen. Was ich vorhin schon vergessen hatte. Oder wahrscheinlich fällt das weg, wenn man... wenn man neu ladet, so nämlich, nein, das hier. Und wie benutze ich das? Nein, so nicht, sondern so. Ja, ich wusste nicht, in dieser linken Hand, ja, ist natürlich L1. Gut, 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 gut. Also nochmal. Schon, der wäre jetzt weg. Okay. Oh, komm. So, jetzt habe ich natürlich kein Wachs. Da muss ich dann hier hin. Nein. Ach komm. So. Kristalliner Edelstein, danke. Sehr schön. Ach, hier war diese Leiter. Ah ne, die bin ich hochgegangen. Da war nichts. Das war weiter unten, weiter vorne. Was haben wir hier? Ja. Da ist ein Item. Okay, da komme ich hier nicht dran. Habe ich ja betätigt. Oh. Echt jetzt? Ah ja.
Da. Robe des Gelehrten. Danke. Ich versuche hier ganz schnell durchzurushen. Oh Gott! Kristallschriftrolle. Vielen Dank. Puh. Das gucke ich mir alles später in Ruhe an. Da ist ein Ritter. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Okay. Moment. Weil ich glaube, ich habe ganz viel Kram liegen lassen. Okay, mein Effekt mit dem Wachs ist jetzt weg. Muss aufpassen. Oh. Was ist das? Oh nein, das ist so ein... Mein Angstgegner. Ein Eisdämon. Vorreiter Ritters. Okay. So. So. Geht doch. War der das? Ich habe nicht gesehen, was ich da aufgenommen habe, aber ich glaube nur eine Seele, oder? Ach, das muss ich mir alles in der Aufnahme anschauen. Ist im Moment nicht anders möglich. Das ist hier nämlich ein bisschen aufregend. Okay, ich glaube, ja, haben wir jetzt auch alles. Oh, wow, 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 wow. So, ich weiß nicht, ob ich noch mal runtergehen kann, noch mal ein bisschen Wachs nachladen. Moment, hier gucke ich mal, was es da unten gibt. Ach so. Ist das ein Schleichweg? Und kommt man denn dahin? Wie kommt man denn dahin?
Wie kommt man denn dahin? Oh, wer? Er. Der Kleine hier. Nein. Ja, da waren ja zwei. Ach, guck mal. Das hatte ich ja ganz übersehen. Sehr praktisch. Wer knurrt denn hier? Puh, aufregend. Okay, das heißt, dann kann man hier diesen feinen Shortcut benutzen. Wieder zurück. Und ich glaube, ich gehe hier hoch. Und dann? Warte mal, hier ist doch was. Noch ein Hebel. Oh! Ring des Gelehrten. Ah! Hier sind wir. Fantastisch! Guck mal, da ist noch Kram. Wie kommt man denn da dran? Ah! Ach ja, da bin ich auch vorhin gestorben. Aber meine Seelen habe ich aufgeladen. Da bin ich doch vorhin runtergeplumpst. Genau. So, ich glaube, ach ja, genau, da diese Echse und irgendwo stampft hier ein Gegner rum. Ach, guck mal, da ist auch noch was. Ach, da liegt ja auch noch was. Aber das ist interessant, ne? Ja. Nee, wie kommt man denn da dran? Ups. Ich hab den Wachs verloren. Ein Wachskopf. So. Zack. Und wieder. Schön eingewachst. Läuft das besser. Warte mal. Was sind das denn für Schritte hier? Ich habe den Verdacht, dass ich hier runter möchte. Natürlich, da liegt doch was, ne? Ah, aha. Zack, zack. Jo, das war diese eine, die noch fehlte. So, mit denen möchte ich nach Möglichkeit nichts zu tun haben. Wie mache ich das jetzt? Genau. So zum Beispiel. Hui, die große Archive.
Die waren ja schon bei Dark Souls. Ja, Dark Souls 1. Etwas tricky. Naja, es gab so eine Mechanik. Und man musste dann den Weg finden, diese Mechanismen umzulegen, damit man in die anderen Etagen gelangt. So, ich weiß nicht, ob irgendwo noch was liegt. Ich sehe jetzt von hier aus, sehe ich nichts. Aber es geht ja eigentlich noch weiter hoch, ne? Da ist noch ein Ritter. Und auf der anderen Seite weiß ich jetzt nicht, was war da. Ach, da war eine Treppe. Oh, Hebel. Was war das? Ach, der. Wo bin ich denn hier? Ganz unten? Wo bin ich denn hier gelandet? Am Anfang? Ich glaube... Das ist der Anfang des Archivs. Sehr cool. Das bedeutet aber vielleicht, dass es dann... Also das hat irgendwas zu bedeuten. Solche Abkürzungen zum Anfang sind mir immer sehr suspekt. Okay. Da gehe ich gleich nochmal gucken. Erstmal zum Ritter. Da ist ja auch eine Leiter. Gott. Schon verwinkelt hier alles. Nein! Das kann er auch, ne? Wie? Oh Gott! Nein! Oh, joi. Was gab's denn hier zu gucken? Ich kann da nichts erkennen. Ich sehe keinen Grund, warum man da einen Sprung riskieren sollte. Nee. Okay. Aber das ist so seltsam hier, diese Stelle. Warum macht man das? Warum macht man hier so eine Stelle? Für den Ausblick? Praise the Sun. Das ist so komisch hier, dieser Gang auch, ne? Sehr suspekt. Suspekt. Okay, wir haben jetzt einen
Fahrstuhl. Und könnten uns eigentlich auch... Ah gut, ich habe 7 Estus. Estus. Estusse. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Okay. Nein. Raus da. Ich habe kein Wachs. Ich muss mir den Kopf einwachsen. Genau. Wo war das? Wo war denn das? Ich glaube da vorne. Ja. So. Einmal wachsen, bitte. Und jetzt nach oben. Damit mich die Hände nicht erwischen. Ah, komm. Wow. Das ist trotzdem irgendwie sehr ekelhaft. Furchteinflößend. Wow. So, habe ich alles gesehen? Also das fehlte noch, dass sie eine Mimik hier hinbauen. Aber gut, dann lieber nicht. Man sieht nichts vor lauter Hände vorm Gesicht. Oh. Bin noch nicht ganz oben. Was ist das? Lebt es? Nein, ich glaube nicht. Aha. Eine offene Fläche. Wow, den habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, wo sollen wir kämpfen? Da bei dir? Soll ich zu dir? Oh Mann! Oh!
Hey, aufstehen. Nein. Zwei Stück. Warte. Nein! Oh, komm! Ist da noch einer irgendwo? Ich hatte den Eindruck, dass ich irgendwo Feuer. Nee, ach so, das. Er macht das. Er macht sein Feuer selber. Jo. So, oder kam das von oben? Ich glaube nicht. So, damit diese Kristallechsen wiederkommen, beende ich hier mal kurz das Spiel. Vielleicht beende ich das hier. Gehe einmal raus und komme wieder rein. Dann sollten sie wieder da sein, aber nicht die Gegner. Das ist so ein kleiner Trick, den es schon immer in Dark Souls gab. Rank-Doppelsperr. Ich glaube, das habe ich letzte Folge bekommen. So. Mal gucken, ob ich beide bekomme. Ich wahrscheinlich nicht. Vielleicht ein, wenn ich Glück habe. Ah. Komm. Auch ist doch nicht wahr. Na, nein. Ach nein. Wie beschissen. So, dann versuche ich, dass ich von dieser Seite vielleicht komme. Vielleicht ist das besser. Also nochmal das Ganze. Ja. Ja. Wenn man schon sowas einbaut, dann muss man das auch nutzen. Und anders ist das nicht zu kriegen. Das war schon bei Demon's Souls so. Nein! Mist! Komm her! Ach, fuck. Ach, da ist es doch! Shit! Oh! Ich hab's noch bekommen. Weil es gestorben ist. Ich weiß nicht. Cool. Cool, cool. Nee. Cool, cool, cool. So, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, genau. Hier. Hier war ich stehen geblieben. Und irgendwo hatte ich da noch Items gesehen. Ich weiß noch nicht mehr. Ach, hier. Hier vorne. Also dafür müsste ich runterspringen. Weiß ich nicht. Ach, no, nee. Den habe ich ja hier erledigt. Platt gemacht. Und da vorne ist noch was.
Das ist mir allerdings ein bisschen suspekter, diese offene Stelle. Was ist denn hier los? Boah! Ja! Boah! Wie fies! Wollte er mich da runter schubsen? Oh, ist er jetzt weg? Ja, der ist weg. Trotz Flügel. Ja, wer jemand. Was ist hier denn los? Wo kommen die denn alle her? Sie lieber vor mir. Oh, der ist auch wieder weg. Ja. Wer anderen eine Grube gräbt. Na? So, ich weiß nicht, ob ich noch Orientierung habe. Da geht's abwärts. Und da geht's darüber, aber nicht zurück. Na gut. Okay, ich glaube, ich habe genug gesehen. Dann gehe ich da zu dieser Plattform. Oder komme ich da nicht mehr hin? Hier muss ich. Wie bin ich denn hingekommen? Ach, von da oben. Na gut, dann muss ich da rüber springen, oder? Ich hoffe, dass. Ja, ich hoffe, das klappt. Wo lande ich denn da? Ich glaube, das muss gehen. Also wie war das? Wie war das? Wie ging das? Shit. L3, glaube ich. Ja. Beim Rennen allerdings, ne? Also während des. Während man rennt. Jap. Ah, okay, hier bin ich ganz am Anfang. So. Ach ja, hier war ich ja auch noch gar nicht. Ach so, ja, da ist die Plattform. Und hier ist Ende, glaube ich. Ist das ein Item? Das ist ein Item. Da liegt ein Item. Da liegt ein Item. Und hier liegt auch ein Item. Ach so. Titanic-Brocken. Keine Ahnung, ist auch egal. Wo er herkommt, besser. Lieber ist mir zu wissen, wo er hingeht. So, hier kommt man auch runter, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das soll. Aber es sieht fast so aus. Ach so. Oh. Aha. Also mehrere Wege, ne? Und da unten ist auch noch ein Item. Ich weiß nicht, ob man von hier runter soll. Ach so, ne, Moment, vielleicht
von der Stelle hier. Okay, die Zeit ist jetzt auch um. Vielleicht kommt man da hinten um die Ecke. Jedenfalls ist da noch ein bisschen was, was wir uns in der nächsten Folge angucken werden. Ich setze mich schon mal hin und betrachte in der Ferne liegende Berge und diese Flugmonster. Macht's gut. Danke fürs Zugucken. Haut rein. Bis bald.